Na Micha, was sagst du? Mehr brauche ich nicht sagen. Schau es dir an. Dieses ist die dritte Folge der Dokumentation Mir reicht's, bin dann mal weg. Der Film begleitet zunächst Katharina und Micha bei ihrer Ausreise aus Deutschland nach Bulgarien, bevor ich mich in Bulgarien selbst noch einige Tage umschaue und den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner finde. Ich will beobachten, ob dieses Land wirklich so viel freier als Deutschland mit all seinen Verboten, Verordnungen, drohenden Lockdowns, überall präsenter Polizei und nicht selten Polizeigewalt derzeit ist. 2000 Kilometer haben wir nun hinter uns. Durch tolle Landschaften haben wir 4 Länder durchquert und befinden uns nun im bulgarischen Binnenland im Dorf Maslarevo, wohin es bereits 16 Auswandererfamilien verschlagen hat. Nachdem uns Maslarevo mit einem fast schon kitschigen Morgen in Empfang nimmt, lernen wir Carsten, Rebecca, Ralf und Martin kennen. Einige der Neubürger des Dorfes, die uns gern ihre neue Heimat zeigen wollen. Wir besuchen gemeinsam eines der 2 Lebensmittelgeschäfte, welche gleichzeitig als Café und Treffpunkt für die Dorfbewohner fungieren. Und jetzt wird es spannend für mich. Wird das hier mit den Masken tatsächlich so locker gehandhabt, wie Micha sagt? An der Tür hängt ein Schild, das zum Tragen von Masken auffordert. Und hier sehen wir die praktische Umsetzung innerhalb des Ladens. Ich meine, ich kann jetzt nicht mehr so gut Englisch. Meine Technik, mein Name ist Ben Hochhaus. Außerdem weiß er das ja und versucht dann so zu formulieren. Und man fragt dann auch mehr nach. Und wir kommen ja auch mit Händen und Füßen, das kommt auch noch dazu. Carsten, wie ist es? Ihr habt es gerade das Thema Verständigung. Du sagst, mit Englisch kommt man gut durch. Mit den Engländern auf jeden Fall. Mit den Bulgaren in der Stadt, ja. Hier auf dem Dorf kaum jemand Englisch. Ja. Also hier im Laden, die verstehen so ein bisschen, aber die Älteren nicht. Ja. Da ist es dann auf dem Dorf, wenn man sich mit den Ureinwohnern sozusagen verständigen will, ist es schon notwendig, dass man Bulgarisch lernt. Ja. Aber für einen guten Willen reicht es als erstes mal so ein paar Phrasen, ja, dass man guten Tag und auf Wiedersehen und bitte, danke und solche Sachen sagen kann. Und dann kommt man, dann merken sie schon, dass der gute Wille da ist und dann geht das schon. Und alles andere tanzt man. Ja, also das geht alles. Ja. Wie lange bist du hier? Ich lebe seit über einem Jahr in Bulgarien, aber bis jetzt immer noch in Varna. Ja, bin gerade dabei, hier jetzt was zu kaufen und werde dann aber beide Wohnsitze noch nutzen. Weil, also ich habe es vorhin schon rausgehört, Varna ist sehr viel teurer als hier natürlich, wie man sich vorstellen kann. Natürlich, auch. Klar. Es ist eine große, also es ist eine Großstadt und ist entsprechend teurer. Gegenüber Deutschland billig, aber gegenüber dem Dorf hier teurer. Ja. Aber ich hauptsächlich deswegen, weil meine Mutter kommen will und die will unbedingt einen Garten haben und eine ruhige Umgebung. Deswegen suche ich jetzt hier was, weil hier eben auch schon andere deutsche Familien sich niederlassen und für meine Mutter das ja wichtig ist, damit sie sich verständigen kann mit denen. Ja. Wie ist das mit dem Boden hier? Also wir haben draußen irgendwo in der Prärie gecampt heute Nacht. Man hat den Eindruck, das ist Steppe hier. Ist das, kann man den Boden hier Urbau machen? Kann man hier einen Garten anlegen zum Beispiel? Geht das? Ja,
Also hier, alle haben hier Gärten und ich habe auch erst gedacht, das ist sehr lehmhaltig, der Boden, dass nichts wächst, aber es ist genau das Gegenteil, es wuchert geradezu alles. Ja. Wenn man bestimmte Sachen, wo man anderen Boden, dann muss man den entsprechend aufbereiten, aber das wichtige Weintrauben und die Bäume und so, das wächst alles wie Unkraut eigentlich und Unkraut wächst auch wie Unkraut. Und das in den ganzen Gärten, die sich selbst überlassen wurden, reichlich. Also teilweise geht man da durch und ist wie im Dschungel. Also zu einer Grundstücksbesichtigung immer eine Machete mitnehmen und Sachen, die man nicht so dringend benötigt. Du sagst Gärten, die sich selbst überlassen wurden, die sogenannte Landflucht, die es hier auch zu beobachten gibt. Das sieht man hier also auch. Ja? Also die Bevölkerung ist überaltert und wahrscheinlich deswegen gibt es hier relativ günstig noch Grundstückspreise oder überhaupt Objekte, die leer stehen. Ja? Genau, das ist der Fall. Das fing nach der Wende an, hier genauso wie in Deutschland, dass die Leute mehr in die Stadt gegangen sind, die Jüngeren wegen der Arbeit, die Älteren hier geblieben sind. Man muss dazu sagen, in Bulgarien ist die Eigentumsquote relativ hoch. Und dadurch geht es durch das Vererben, sammelt sich das bei immer weniger Personen immer mehr Eigentum an, was sie nicht bewirtschaften können und auch nicht wollen. Deswegen wird es dann oft sich selbst überlassen, da wo man nicht wirklich permanent wohnt. Ja. Und wenn jetzt Interessenten kommen, muss man erstmal rauskriegen, wem was gehört, ob er es verkaufen möchte, zu welchem Preis. Das dauert immer ein bisschen in Bulgarien, aber es geht. Ja. Und so ist die Situation hier. Wir sehen es ja, wir haben einen relativ älteren Bevölkerungsdurchschnitt. Sehr wenig Jüngere. Jüngere sind meistens die Ausländer und ein paar Einheimische halt. Ja. Also ähnliche Situation wie in ganz Westeuropa. Hm. Genau. Ja, deswegen gibt es hier reichlich zu kaufen. Nicht nur in dem Ort, sondern überall in Bulgarien auf dem Land. Ja. Und wer Garten mag, reichlich Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Weintrauben in Mengen. Ja. Feigen, Walnüsse wachsen überall wild, ohne Ende, kann man hingehen, sich selber bedienen, ist kein Problem. Ja. Quellen gibt es hier auch reichlich. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Wir haben gesehen hier neben Maslarevo ist ein kleiner See, das sieht aus wie ein Stausee. Ist das ein Wasserreservoir? Nein, das ist eine Karpfenzuchtanlage. Dort werden Fische gezüchtet. Ah, okay. Genau. Ja. Es gibt aber noch zwei Badeseen hier in der Umgebung. Ja, die sind öffentlich zugänglich. Der See ist nicht so öffentlich zugänglich, logischerweise. Ja. Ansonsten ist hier dieser kleine Bach, der von den verschiedenen Quellen gespeist wird. Der eignet sich allerdings nicht zum Baden. Aber zum Wasser besorgen. Wir trinken da und wir wollen es jetzt mal untersuchen lassen, das Wasser, um zu sehen, wie die Wasserqualität generell ist dort. Ja. Weil bis jetzt nutzen die meisten Einheimischen Trinkwasser, was sie kaufen. Und die westlichen Neueinwanderer nutzen Wasserfilter. Ja. Sehr viel, ja. Also insofern wäre es aber schon interessant zu wissen, wie ist das Quellwasser von der Qualität her. Ja. Ist so fraglich, weil sie gerne auch mal Düngemittel und alles verwenden, muss man das ein bisschen abschätzen, also abklären erstmal. Ja. Das ist der Stand. Lass mich gerade gucken, wo wir hier, ich glaube, auf der Seite ist. Es ist da mal quasi sowas wie so ein stadtinternes Mädchen, genau in der Mitte, ne? Und da ist dann die Quelle, wo sie läuft. Und was haben wir noch? Eine Tankstelle haben wir hier. Das ist gut. Super gut, ja. Die kleineren. Ja. Genau, da wenn ihr quasi ein bisschen weitergefahren werdet, ja, direkt an der Seite. Die Leute so sind aufgeschlossen oder was habt ihr für ein Gefühl? Yeah, so Marty has a good story about the Germans coming, right? Was it here or the next job? So where she was asking, the Germans coming? Oh, oh yes. She said, I said to her, the Germans are coming into the village. She said, Germans or Germans? I said, Germans? And she went, babies, Germans. I said, ah, children. She said, yes. Yeah, she was very happy about it. Yeah, she was very happy. Yes, yes. They would like it. They are happy with the young people. Okay. Die meisten freuen sich, dass der Ort wieder belebt wird. Ja, das ist ganz normal. So alten Omas in der Größe zum Kaffee, kein Wort verstanden, mehrfach gesagt. Mal so Bulgarski, mal so. Dann wirst du jetzt gezwungen, dich hinzusetzen. Dann kommen erstmal Getränke und Gebäck auf den Tisch. Genau. Die reden, du verstehst kein Wort. Ja, ich meine, das ist ja wichtig. Bei anderen Regionen kommst du vielleicht hin und sagst, oh, ey, die doofen Deutschen oder irgendwelche anderen kommen jetzt und machen hier. Aber wenn die sich freuen, dann ist das ja eine Einladung. Also,
Viele kennen ja Deutschland auch oder haben da mal gearbeitet oder kennen jemanden, der in der Gegend war oder so. Also insgesamt sind die Bulgaren, finde ich, unheimlich freundlich. Also deutschfreundlich und Ausländer. Ich glaube grundsätzlich ausländerfreundlich. Ja. Also, wenn man sich jetzt nicht blöd benimmt. Ja, das ist ja immer überall dann so, ne? Egal wo du bist. Ja, wenn du doof bist, dann wirst du die entsprechende. Ich habe so das Gefühl, eher sind die Deutschen gut angesehen. Okay. Und auch einen guten Ruf. Ja, also. Wo kommt ihr her eigentlich? Ich bin geboren in Ostberlin und aufgewachsen. Habe aber zwischenzeitlich an der Ostsee gelebt, in Malta und in Portugal. Ich bin vor etwas über einem Jahr dann hier in Bulgarien gelandet. Bist du erst zur Corona-Zeit rausgegangen aus Deutschland oder warst du schon immer ein Wanderer zwischen den Welten? Nee, schon immer nicht. Hat sich dann so ergeben, nach einer Scheidung, Firma weg. Dann bin ich noch in der Nähe geblieben, bis meine Kinder groß waren. Und als meine Kinder dann auch weg waren auf Universität, habe ich gesagt, so jetzt kannst du endlich mal die Länder sehen, ein bisschen raus ins Ausland. Und habe das dann gemacht vor, ich weiß nicht, 5 Jahren ungefähr, bin ich dann nach Malta gegangen, von da aus nach Portugal, ja, und dann vorher ja hierher. Genau. Und bei dir? Die Spinus Kölle, jung. Okay. Ja, genau. Ja, ich bin eigentlich in Leverkusen geboren, irgendwann in Köln gelandet. Und irgendwann habe ich auch mal in Ungarn gewohnt, ein paar Jahre, ein bisschen in Spanien. Und dann wieder in Deutschland. Jetzt habe ich von Deutschland so die Schnauze voll. Ja, war nur noch Flucht angesagt. Und da war ich hier, Bulgarien, die beste Option. Entspannt hier, schön, tolles Wetter. Ich meine, im Winter ist es hier oben echt kalt, richtig kalt. Ne? Schnee, ja. Bei minus 30 Grad kannst du auch schon mal Schnee haben. Ja, ist lange Schnee, es liegt schon wochenlang Schnee. Ja. Und also auch richtig hoch, ne? Man glaubt das gar nicht. Wir sind nur auf 270 Meter. Aber ich denke, durch die russische Landmasse kommt hier sehr viel kontinentale kalte Luft hin. Natürlich sind die Sommer sehr heiß, über 40 Grad teilweise. Ne? Da siehst du jetzt so der Spätsommer, der ankommende Herbst. Wahnsinnig schön. Ne? Auch immer blauer Himmel. Also bisher, ich habe fast nur blauen Himmel gesehen. Einmal 2 Tage Regen oder so. Ja, und die Bulgaren sind entspannt. Die rennen nicht überall mit Maske rum. Die Restaurants sind offen. Gell, das juckt die einfach nicht. Ne? Und vor allen Dingen, was ich noch wichtiger finde, ist, dass wenn du irgendwo die Maske hier hast, am Kinn oder sonst wo, da kommt keiner von den Bulgaren und sagt, deine Maske sitzt falsch. Das ist mir neulich sogar im Flugzeug passiert, so in Deutschland. Hey, Sie da, auf den 3, ziehen Sie Ihre Maske im Gefängnis richtig an. Ja, diese Blockwart-Mentalität, die in Deutschland herrscht, ja. Ganz schlimm. Und das ist also wirklich einer der Hauptgründe, warum ich jetzt hier bin. Also, ja, und jetzt kann man hier schön günstig Häuser kaufen, macht man die sich schön, wird eine tolle Gemeinschaft hier, die wächst ja unheimlich schnell. Ja, also, ja gut, die Politik tut ja ihr Übriges dazu. Ja, aber ich habe schon mal früher bei einem so einem ökologischen Mehrgenerationenprojekt mitgearbeitet, was wir nicht geschafft haben, auf die Reihe zu bringen. Aber das könnte sich so in der Form jetzt, weil die Grundstücke schon alle da sind, weil die Häuser schon da sind, in erster Linie renovierst, ja, könnte das sich jetzt hier verwirklichen. Auch von der Menge an Leuten. Wir haben damals um die 1500 Personen geplant, inklusive Kinder. Und ich denke mal, in 5 bis 10 Jahren könnten wir da auch sein. Hier. Also mal sehen. Auf jeden Fall sehr interessant. Das erste verlassene Grundstück, welches wir in Maslarevo besichtigen, ist die ehemalige Schule des Ortes. In dem Gebäude scheint die Zeit vor Jahrzehnten stehen geblieben zu sein. Personen ist vielleicht schon günstig, ne? Genau. Wow. Und
Hier gibt es dann noch so kleinere Räume, wo ich gedacht habe, wenn man so hauseigenes Café reinmachen würde, hauseigene Produktion, dann auf dem Grundstück so einen kleinen Verkaufsladen mit hausgemachten Sachen quasi. Ja, und das Ganze dann refinanziert vom selber, dass die Leute sich hier Einkommen generieren. Also du brauchst eine gewisse Anzahl an Menschen, die so überhaupt da ist, ja. Aber auf die, glaube ich, alleine kannst du dann natürlich nicht bauen. Also letztlich braucht man ja Internet und irgendwie dieses Thema Cloud. Ja, du kannst hier von denen alleine nicht leben. Wobei, wenn man das Ganze kombiniert als so mehr Generationswohnen, wenn man noch Rentner dazu holt, die bereits Rente beziehen, die dann so Grundstock quasi finanzieren, ja. Und Jüngere, die dann quasi Income generieren, würde mit Sicherheit schon. Ne? Vor allem, weil es hier in der Umgebung gibt es ja mehrere Dörfer, die haben auch keine großen Cafés oder so, wo man hier was Schönes aufzieht, regional. Die Frage ist, ob das für die Leute interessant ist. Klar, wenn ja. Wir jetzt, ja. Wollen ja alles. Also der Bulgare ist an sich ein Mensch, wenn er nur noch 5 Lever im Monat Miete hat, geht er lieber Kaffee trinken, als sich ein Päckchen Nudeln zu holen. Okay. Ne? Das ist so die Mentalität, zusammen sein, rausgehen, ja. Ne? So die Gemeinschaft ein bisschen spüren. Das heißt, es würde schon gut gehen, denke ich. Ne? Wichtig wäre, dass man regionales auch mit anbietet und nicht dann plötzlich mit dem deutschen Schnitzel um die Ecke kommt. Nein, deutsche Schnitzel. Das ist echt schön. Wenn ich das so sehe hier, habe ich den Eindruck, das war mal ein richtig großer, zumindest sehr belebter Ort, ja? Also so, mit so vielen Kindern, die hier eine, also die Schule ist ja nicht klein, also das ist... Richtig, genau, das ist so der, deswegen, also Maslarevo ist ja so ein bisschen zentrumsmäßig, ne, was jetzt so die umliegenden Dörfer angeht. Das heißt, also früher hast du hier schon ordentlich Leben drin gehabt. Allein der Ort hatte zwischen 1500 plus, ne? Einwohner und die umliegenden Dörfer waren ja auch immer so um zwischen 1000 und so und da sind die alle hierher gekommen. Und wie sieht es heute aus? Wie viele Menschen leben noch hier aktuell? In Maslarevo leben etwa um die 500, 600 Leute und im angrenzenden Vorort war Sulica etwa 100. Ne? Also es ist schon ziemlich entvölkert im Moment gerade, was ja uns im Moment nutzt. Aber es gibt Nachwuchs. Also ich habe hier quasi schon die ortsansässige Babykrabbelgruppe gefunden. Das gibt es durchaus, ja. Die Bulgaren waren ja im Zweiten Weltkrieg vorab. Genau. Also kennst du die Story schon? Naja, die Story, ich weiß, dass die sich ja bei der, die waren ja zu einer bestimmten Zeit auf beiden Seiten. Also die mussten sich dann entscheiden, wurden genau, unter Druck genau. Gesetzt. Und also die USA und Frankreich und Russland, die haben quasi gesagt, müsst euch jetzt entscheiden. Innerhalb von 2 Wochen oder so, auf welcher Seite ihr genau, steht, die waren einer einfach verpennt, um einen Tag, um einen Tag haben waren sie verpennt. Da waren die mit allen im Krieg. So. Aber, es steht und fällt ja mit der Freundlichkeit oder mit dem Willkommensein. Ja, also ihr könnt hier mal die Tour machen, Willkommenstour. Ja. Dann backt ihr irgendwas Leckeres, so, ne? Und dann geht ihr einfach mal rum, sagt Hallo, ich schwöre euch, die... Okay. Was gucken wir uns an jetzt? Ja, wir gucken uns jetzt das Objekt an, was ich gekauft habe für das Community-Projekt nächstes Jahr. Zwischen Frühjahr und Sommer, hoffe ich, wo wir gerne quasi was wie ein Adventure-Park, Gemeinschaftsspielplatz von jung bis alt machen möchten mit Kiosk und mit verschiedensten Spielmöglichkeiten selbst gebaut, mit möglichst viel Recycling-Ideen, also Upcycling. Wir haben schon fleißig angefangen, sauber zu machen, aber ist noch jetzt gerade in Mietenmaschwur. Wo soll ich euch das Zeug hinstellen? Einfach auf die, genau. Einfach hier da irgendwie auf die. Das ist ein altes bulgarisches
Bauernhaus etwa 5000 Quadratmeter Grundfläche. Das heißt, das, was hier alles jetzt noch verwuchert und verwildert ist, gehört alles hier mit dazu, was man sehen und auch nicht sehen kann. Wir haben jetzt schon 2 Tage Freischnitt hinter uns, haben 7 faule Bäume umgemacht und sind da fleißig am Arbeiten und Hantieren. Ja. Jetzt mal Hand aufs Herz, was bezahlt man in Bulgarien für so ein Grundstück? Das kommt jetzt ganz auf die Lage drauf an. Also was ich jetzt bezahlt habe für das ganze Haus und Anwesen, war ein bisschen noch ein Freundschaftspreis dazu, aber vorsichtig, das würden andere auch in etwa hinbekommen, 4000 Euro. Okay. Das würdest du woanders eher nicht kriegen. Ne? Also, das ist ganz klar, ja. Ja. Also es steckt natürlich viel Arbeit drin. Also man sieht, vorhin war auch schon die Rede davon, dass also diese Grundstücke komplett überwuchert sind, weil es seit Jahrzehnten zum Teil nicht bewohnt. Ja? Ja. Und man muss also einiges machen. Und dann hat man sogar so ein kleines Häuschen mit da drauf, was natürlich auch saniert werden muss. Und das entspricht natürlich nichts dem Standard, was wir in Deutschland kennen. Aber wer das einfache Leben mag, beziehungsweise Ressourcen darin sieht und Gestaltungsmöglichkeiten, der ist hier, glaube ich, ziemlich gut aufgehoben, mit für kleines Geld was zu erwerben, wo man was draus machen kann. Ja, nicht nur das, vor allem ist ja auch so, auch ein Haus, was jetzt so dasteht wie dieses, wo noch extrem viel gemacht werden muss, ich denke, wir werden es später nochmal von innen dann auch sehen, bekommt man hier mit 20.000 schon auf einen deutschen Lebensstil hochgewirtschaftet, ne? Also hochrenoviert. Also die Renovierungskosten auch erheblich günstiger als in Deutschland? Ja, weil die ganzen Arbeiten mit Einheimischen laufen und es sind Landarbeiter, die ja meistens ohne Job sind. Das heißt, der Durchschnittspreis für so jemanden liegt bei 20 Lever am Tag. Das ist, genau. Ja. Exakt, ne? Und es obliegt uns aber tatsächlich nicht, diese Preise jetzt einfach mal anzuheben. Ich denke, wir wissen alle, was das im Grunde genommen bedeutet. Nur, es bedeutet auch auf der anderen Seite ein festes Gehalt für so jemanden. Ne? Also umso mehr hierher kommen, umso mehr die Leute beschäftigen. Natürlich wird es irgendwann vielleicht mal Preisanstiege geben. Ne? Aber im Moment profitieren die Leute einfach davon, dass sie überhaupt Arbeit haben. Ja? Und dass die Arbeit zurückkommt. Und es sind meistens sehr gute Leute, weil die eben auf Empfehlung arbeiten. Das heißt, die sind sehr darauf bedacht, dass sie ja auch den Job bekommen. Und machen dann halt so Allrounder-mäßig alles Mögliche. Ne? Und das heißt also von Dachdecken bis Verputzen ist da alles möglich. Es gibt natürlich Jobs, die mehr gefragt sind, wie jetzt zum Beispiel Haushaltsführung, also Putzen und Ähnliches. Die haben andere Tagessätze, erstaunlicherweise. So jemand bekommt für einen Tag Putzen im Schnitt zwischen 60 und 75 Lever. Ne? Also ist nochmal eine andere Wertigkeit dahinter. Genau. Andere Länder, andere Sitten. So ist es. Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, die einheimische Bevölkerung mit einzubeziehen in so ein Projekt, oder? Absolut, absolut. Also es möchte ja auch, glaube ich, keiner von uns so leben, wie wir es in Deutschland oft beklagt haben, dass sich dann diese Sippen bilden oder diese geschlossenen Kreise, sondern wir wollen ja ein Miteinander. Das heißt, wir wollen ja gemeinsam irgendwie hier ankommen und tatsächlich auch gemeinsam wachsen, organisch und auch natürlich mit den vor Ort ansässigen Leuten. Du hast es vorhin schon gesagt, was dir davor vorschwebt, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, also wie soll ich mir das vorstellen, wie eine Art Kommune oder eine Genossenschaft oder wie kann man es bezeichnen? Kenne ich eventuell ein Modell, was es schon gibt oder ist das was völlig Neues, was du dir überlegst? Ich kann überhaupt nicht sagen, ob es das schon irgendwo gibt, tatsächlich stelle ich mir Gemeinschaft 2.0 vor, also wir kennen ja diese Gemeinschaften, wo man versucht, jeder gleiches Mitspracherecht bei bestimmten Dingen, aber auch gleiche Eingebundenheit und jeder muss gleichwertig funktionieren und Ähnliches. So sehe ich das persönlich nicht, weil wir alle unsere Ressourcen haben, mit denen wir kommen. Wir haben alle unsere eigenen Pläne und ich halte auch ganz viel davon, dass man innerhalb dieses eigenen Rahmens, den man hat, agieren und frei bleiben darf. Ja? Und deswegen habe ich mir den Ort hier rausgesucht, weil es die Möglichkeit gibt, ein Eigenheim zu erwerben, aber in einem Budget, was viele von uns einfach mitbringen, weil ja viele auch ad hoc das Land verlassen, ja, und jetzt nicht jahrelang vorhatten, unter Umständen vorzubereiten finanziell. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier hausinterne Gemeinschaften zu bilden. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte nicht länger alleine bleiben, dann gibt es hier die Möglichkeit, ohne Baugenehmigung Häuser zu erweitern, aufzustocken und Ähnliches. Das heißt, wenn sich da ein paar zusammentun und sagen, ich möchte jetzt hier in Maslarevo vielleicht aber lieber in einem Hausprojekt
zusammenkommen. Es ist genauso möglich, wie dass man sagt, ich kaufe mir ein eigenes Häuschen, richte das schön hin, mache die Türe zu. Was für mich entscheidend ist bei einer aktiven Gemeinschaft 2.0 ist dieses Ja zueinander. Also aktiv einfach Ja sagen und auch bereit sein, ein bisschen was von sich einzubringen für die anderen, sodass jeder am Schluss was zurückbekommt und so alle irgendwie in einen bestimmten Fluss kommen, wo man sagen kann, ich bin satt, ne, mir geht's gut, freue mich. Und ich gebe aber immer wieder was rein, dadurch kommt immer wieder was zurück. Haben wir hier die Grundstücksgrenze erreicht jetzt oder wie? Die hatten wir schon etwa bei dem, was wir gerade hier sehen, Ende erreicht. Aber hier ist so ein Übergang. Im Grunde genommen könnte man den sich auch mit dazu buchen, kaufen. Zumindest meine ich das, weil es ist häufig so, dass die Bulgaren außerhalb ihres Grundstücks immer noch so ein Stück Öffentliches sich dazu nehmen und das dann halt pflegen im Sinne von Waldbewirtschaftung. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ginge. Aber an den Waldstücken geht es. Ne, dass man sich so ein kleines Stückchen Wald innerhalb von Maslarevo mit dazu holt und dann da sein Feuerholz rausnimmt und das dafür pflegt. Also das geht schon. Weil wir haben ja den internen Maslarevo-Wald, der sich ganz genau durch die Mitte quasi schlängelt, okay, mit den zwei Quellen, die da entspringen. Ja, genau. Ja. Und seit neuestem haben wir Seehunde. Ich wollte gerade sagen, falls ihr euch wundert, dass das hier so plätschert, hier ist ein kleiner Graben und die Hunde haben hier ihren ganz speziellen Spielplatz gefunden. Ja, die können sie jetzt den ganzen Tag hier lassen. Man sitzt abends vor den Häusern, trifft sich irgendwo im Dorf. Dort sitzen die Leute zusammen und ich habe das Gefühl manchmal gehabt, die Menschen führen ein sehr einfaches Leben, speziell in Rumänien jetzt. Und wenn ich dann aber in die Gesichter geschaut habe, da kam eine Frau zum Beispiel aus einer Seitenstraße heraus mit einer Schubkarre und ein Lächeln auf den Lippen. Man hat den Eindruck, die Menschen führen ein einfaches Leben, sind aber glücklich. Ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht auf der Fahrt über artgerechte Haltung. Naja, von uns Menschen. Vielleicht sind wir ja auch nicht artgerecht gehalten und da müsste sich mal was ändern. So, siehst du das auch so? Ja, absolut. Absolut. Na gut, ich weiß nicht, ob das zu philosophisch wird, aber bei mir ist halt einfach so, ich meine irgendwann erkannt zu haben, dass der Mensch halt gehalten wird in so einem Grundmangelgedanken. Ne? Also und dadurch, durch diese Angst, die dadurch entsteht, nicht überleben zu können, in so einen Dauerüberlebenskampf getrieben wird, der dann zum Konsum führt. Ja? Also wir müssen dauernd irgendwas erreichen, mehr, schneller, höher. Gar nicht so sehr, weil wir unbedingt im Luxus leben wollen, sondern weil uns dauerhaft suggeriert wird, wir sterben sonst. Ja? Also das, wir verlieren unser Leben, wenn wir das nicht tun. Und es gibt aber auch tatsächlich den Grundgedanken, dass wenn jeder ein bisschen mehr gibt, ne, also eine Umarmung mehr, ein bisschen da zum Essen einlädt, ein bisschen da einfach 10 Euro oder 10 Lever oder was weiß ich mehr gibt als der andere und sich aber damit dann selber gut ist, weil er weiß, er tut es für jemand anderen, also dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selber, also ne, dann kommen alle plötzlich in den Überfluss, ohne dass wir die ganze Zeit rennen müssen, dauernd am Limit leben, dauernd mit uns selber kämpfen, mit dieser Verzweiflung, mit dieser Einsamkeit, mit dieser Spaltung, weil es geht zusammen. Also ich habe schon über Deutschland gesagt, wo sie jetzt angefangen hat mit diesem Spaltungsgedanken. Ne? Wenn du geimpft bist, bist du sicher, aber du gefährdest die anderen, wenn du es nicht bist. Ich gedacht habe, ja, aber wenn wir mal diese Spaltung wegschieben und uns aufs Wesentliche konzentrieren, dann kommen wir plötzlich bei einem Grund an. Wir haben alle die gleichen Ängste. Also der sich impfen lässt sich impfen, weil er Angst hat, schwer krank zu werden, liebe Menschen zu verlieren oder zu sterben. Der sich nicht impfen lässt, der lässt sich nicht impfen, weil er Angst hat, krank zu werden, liebe Menschen zu verlieren oder zu sterben. Und wenn wir das irgendwie erkennen, ne, dass wir alle die gleichen Grundbedürfnisse mit uns bringen, dann können wir auch anfangen, Liebe und Respekt miteinander zu sein. Und das wünsche ich mir halt auch in dem Rahmen von einer Gemeinschaft. Ne? Also wenn wir weggehen aus diesem, ich brauche aber noch zum Leben und ich muss das aber noch für mich, sondern ein bisschen mehr hin so, oh guck mal, ich habe das und das jetzt gerade, das könnte der andere bauen, ich gebe das mal hin und ich gucke mal, was zurückkommt. Das muss gar nicht von dem kommen, das kommt irgendwo von anders immer wieder zurück. Und so stelle ich mir halt das mit der Gemeinschaft 2.0 vor, ohne Dogmen. Es ist jeder, wie er ist, bringt jeder, was er hat,
darf jeder sein, wie er ist, weil so sind wir halt gekommen. Wir können nicht aus den buntesten Menschen dieser Welt irgendwie anfangen, gleichfarbige, kastendenkende Wesen zu machen. Ne? Wir sind ja extra damit gekommen, mit dem, was wir mitbringen. Und das können wir auch einbringen. Und das wünsche ich mir. So, jetzt Hausbegehung. Ich weiß noch nicht, ob ich mich trauen kann. Ich hatte keine Putzfrau. Ich brauche Putzfrauen hier in Maslarino. Nein, also das ist noch hier alles von der Vorbesitzerin. Tatsächlich hat die hier einen Winter lang gewohnt, so in dem Zustand, wie das Haus jetzt ist. Für viele wahrscheinlich unvorstellbar. Hat sie aber auch überlebt. Also sie hat das geschafft. Da ich das ja erst frisch gekauft habe, werden sie das ja alles noch rausnehmen. Was man mir dazu sagen muss, also für 4.000 Euro gibt es normalerweise Ruinen. Das heißt, war dann tatsächlich schon recht glücklich, weil es ist irgendwie sogar in einer Katastrophensituation bewohnbar. Ne? Okay, und dass hier so diverse Möbel drin bleiben in den Häusern, wenn sie verlassen werden, das ist üblich, sagtest du. Genau, das ist üblich. Denn die meisten Bulgaren haben eben nicht so viel Geld und können sich jetzt einen Umzug groß nicht leisten, ne, mit etlichen Möbeln und sonstigen Sachen. Das heißt, die packen immer nur zusammen, was sie tatsächlich aktuell noch brauchen und hinterlassen das. Und bei leerstehenden Häusern, die eben keine Besitzer mehr haben, wo vielleicht auch dann die Erben nicht interessiert sind oder nicht direkt sich drum kümmern, da steht das dann immer eine ganze Weile leer und nach einer Zeit kommen unter Umständen halt Menschen in das Haus, die irgendwas suchen, ne, was man noch verwerten kann. Das heißt, wird ein bisschen geplündert und die gehen dann eben sehr lieblos mit den ganzen Sachen um, ne, und schmeißen die dann halt meistens auf den Boden. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt solche günstigen Häuser angucken, die viel Renovierungsbedarf haben, wenn wir da reinkommen, nein, da ist nicht unbedingt jetzt jemand drin verstorben, da geistert es auch jetzt nicht unbedingt, sondern tatsächlich ist einfach das ganze Inventar eines Menschen, aus wessen Grund auch immer, zurückgelassen. Und entweder wir finden irgendwas, was man weiterverwertet, oder wir entsorgen das halt dann. So ist das. Ich sag's jetzt, sonst müssen wir Take 2 machen. Jetzt dachte ich ja, ich mache hier einen Film und begleite den Micha und die Katharina mit der Kamera, um zu zeigen, wie man hier in Bulgarien ankommen kann, was es hier für Möglichkeiten gibt. Und ich dachte mir, das hätte hier eher den Charakter einer Wegbahnung. Und jetzt lerne ich hier doch ein Projekt kennen, ja, ein Gesellschaftsexperiment sozusagen, was du hier vielleicht vorhast. Da fällt mir ganz spontan dazu ein, wieder mal die DDR, die ich neu erlebt habe, also den Sozialismus als gesellschaftliches Experiment. Was du sagtest vorhin, jeder bringt sich ein auf seine Art und Weise. Ich finde das ja von der Idee her, vom Ansatz total toll und richtig auch. Aber birgt das denn nicht die Gefahr, dass der eine sich benachteiligt fühlt, der andere vielleicht von anderen wiederum im Vorteil gesehen wird, sodass da dann wieder so ein Neid und so eine Missgunst gesät wird und was am Ende vielleicht in so einer völligen Gleichgültigkeit endet? Wenn wir das Ganze als Gesellschaftsexperiment sehen, dann ja. Da würde ich jetzt ganz gerne mal von diesem Begriff runtergehen, weil das passiert dann, wenn Menschen in den Zwang reinkommen. Also du bist gezwungen, was zu tun, was du gar nicht tun willst, und deswegen vergleichst du dich mit der Leistung von anderen. Also hier geht es um Freiwilligkeit. Deswegen habe ich vorhin so betont, dieses aktive Ja zueinander. Es darf hierher kommen, wer immer möchte, und wenn der nur hierher kommt, um sich ein Haus zu kaufen und für immer die Türe schließt und bei keinem Weihnachtsessen und bei keiner Grillfeier und bei sonst nichts dabei ist, ist das völlig in Ordnung. Weil das darf der. Wir Menschen sind völlig bunt und trotzdem gibt es ja auch immer die Menschen, die danach streben, was gemeinschaftlich zu schaffen oder einfach tatsächlich eine soziale Form des Lebens für sich gewählt haben. Und die sind ganz herzlich eingeladen, einfach entweder sich selber ein Projekt auszudenken und andere mit einzuladen, mitzumachen, oder selber bei einem Projekt eben mitzumachen. Zum Beispiel, wie wir jetzt hier auf dem Grundstück sind bei diesem Adventure-Spielplatz, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das hat noch keinen so richtigen Namen, ne? Aber wie gesagt, da ist eigentlich mein Ziel für nächstes Jahr, ich möchte hier auch Spielgeräte für Erwachsene, für Kinder, für Alte, Spielgeräte, Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, sich auszuleben, auch aus Recycling machen, zum Beispiel Autoreifen oder irgendwelche Steinkulissen oder sonstiges. Und wer dann sagt, boah, ich kann richtig gut handwerken und ich finde das einfach gut, ich gebe meine Arbeitskraft, ich gebe meine Ideen, ich gebe
mein Planungsarrangementsfähigkeiten mit dazu oder so, dann wird, ja, dann macht das und dann wird was ganz Tolles draus, einfach weil es gemeinschaftlich entstanden ist. Fertig. Ich bin kein Mensch, der Bock drauf hat, dass hier eine Gemeinschaft entsteht, die andere oder die das fokussiert, dieses gemeinschaftliche Leben. Das muss jetzt so sein, weil wir uns hier alle zusammengefunden haben. Nee, wir wollen ein gesundes Dorf sein, wir wollen einfach ein gesundes Sozialleben. Gemeinschaft 2.0 heißt für mich, jeder darf genau so sein, wie er kommt. Und das ist gut. Ende. Und wenn du was machen willst, dann machst du das. Und wenn du einfach nur da sein möchtest, bist du genauso willkommen. Und das bedeutet das. Ganz einfach. Möglichkeiten, zusammen zu sein. Spannende Idee. Ich bin gespannt, was daraus wird, wenn ich mir das... Also ich habe im Moment richtig Lust drauf, das zu beobachten, wie das weitergeht. Und bin gespannt auf die Entwicklung. Vielleicht bin ich ja sogar dabei. Mal gucken. Ich glaube, das bist du jetzt gerade in dem Moment, in dem du die Kamera hältst und so wunderbar nachfragst, weil da hast du dich schon gemeinschaftlich eingebracht. So schnell geht's. Siehst du, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich nehme es gerne so an und ja, okay. Gut. Ich hoffe, ich kriege das hinterher so zusammengeschnitten, dass die Leute was mit anfangen können und das genauso toll finden, diese Ideen wie ich. Also Micha, nur abhängen geht hier nicht in Bulgarien, oder? Ich dachte. Probieren noch andere zu sehen. Ja. Für Michael hätte ich einen. So das dekadenteste Anwesen von allen, aber viel. Man sieht, das Wasser im Graben war nicht ganz klar. Nachteil eines völlig zugewachsenen Grundstückes, man hat viel Holz und Gestrüpp zu beseitigen. Vorteil eines völlig zugewachsenen Grundstückes, man hat viel Holz und Gestrüpp für ein tolles Lagerfeuer. Und so lassen wir unseren ersten Tag in Maslarevo auf beschauliche Weise ausklingen. Dies war die dritte Folge von Mir reicht's, ich bin da mal weg. Dieser Film entsteht im Übrigen nicht zum Selbstzweck. Er soll Perspektiven zeigen für Menschen, die sich mit ähnlichen Gedanken tragen wie Micha und Katharina und dir vielleicht Mut machen, wenn du noch unsicher bist. Er soll dir aber auch Dinge zeigen, die du gesehen haben solltest, bevor du dich auf den Weg machst und am Ende vielleicht enttäuscht bist, was dich erwartet. In der nächsten Folge gibt es beispielhaft Häuser und Grundstücke zu sehen, wie sie momentan in Maslarevo zum Verkauf stehen. Interessiert dich der Kontakt zu einem im Film vorkommenden Projekte oder Personen, so kannst du mich gern kontaktieren unter der in der Videobeschreibung verlinkten Mailadresse. Wenn dir der Film gefällt, abonniere den Kanal, um nicht die nächste Folge zu verpassen. Und wenn du der Meinung bist, es sollte mehr davon geben, weil du mit den Informationen etwas anfangen kannst, dann würde ich mich über deine Unterstützung freuen, denn eine solche Produktion kostet nun mal Geld. Die PayPal-Adresse und eine Kontonummer findest du in der Videobeschreibung. Aber nun gucken wir noch ein bisschen Lagerfeuer. Mm-hmm.